Ende Juli ist Schluss. Die Möbelhauskette Kika Leinart hatte offiziell die Insolvenz beantragt. Mehr als die Hälfte der Kika Leinart-Filialen muss zusperren. Zuvor verkauft Rene Benko den Möbelriesen. Mögliche Insolvenzverschleppung durch den Vorbesitzer Rene Benko wird geprüft. 2023 kommt der Tiroler Immobilieninvestor nicht aus den Schlagzeilen. Rene Benko ist ein Grenzgänger. Der hat es faustdick hinter den Ohren. Wie gelingen Benko bei seinen Häusern Wertsteigerungen in Millionenhöhe? Lage, Lage, Lage. Das war's? Es ist eine Erfolgsgeschichte, die außergewöhnlich ist. Die Vorwürfe jedenfalls häufen sich. Es ist egal, weil Steuern zahle ich gerne in Österreich. Aber was steckt hinter der Bilderbuchkarriere des Schulabbrechers, der es zum Milliardär gebracht hat? Die Hoffnungen waren groß, als er vor 5 Jahren den Möbelriesen Kika Leinart übernommen hat. Jetzt machen ihn viele mitverantwortlich für die Pleite. Rene Benko, Tiroler, 46 Jahre, Immobilien-Tycoon. Ab morgen bin ich arbeitslos, bin 63 Jahre. Und mir fehlen natürlich zu der Pension noch 2 Jahre. Und das hat jetzt alles zerschlagen. Innerhalb von einem Monat. Christian Fiala fängt im Jahr 2000 bei Leinart an. Zu dem Zeitpunkt nimmt Rene Benkos Karriere gerade Fahrt auf. 23 Jahre später steht der eine ganz oben, der andere hat keinen Job mehr. Und da ist uns eigentlich die Welt dann zusammengebrochen. Wir haben uns gedacht, wir stehen recht gut da. Wir haben die schwarze Null erreicht und alles Mögliche. Und eigentlich war es dann überhaupt nicht so. Man hat einen Top-Manager aus Deutschland engagiert. Der Herr Güterbier, der hat sich sehr, sehr bemüht. Der war sehr voll Elan und Optimismus. Wir werden in der Champions League in absehbarer Zeit das Finale erreichen. Und dann ist alles offen. Wir wissen heute aus dem Insolvenzverfahren bereits, dass es eigentlich immer einen Verlust gab in den Unternehmen der letzten Jahre. Dann denkt man sich, okay, sind wir eigentlich belogen worden. Jetzt, nach 6 Jahren, wo das Ding leider nicht funktioniert hat, und da gibt es viele Gründe dafür, ich glaube nicht, dass sie hausgemacht waren, lässt sich natürlich das in der Retrospektive ganz leicht, ganz anders beurteilen, was nicht fair ist. Wir haben Corona gehabt, wir haben Lieferkettenkrisen gehabt. Ein Krieg hat eine Energiekrise herbeigeführt, was wahnsinnig auf die Kosten gedrückt hat. Und durch die Zinsbelastung seit über einem Jahr haben wir eine sehr verhaltene Einkaufssituation auf den Märkten. Und das war dann auch für uns der Punkt zu sagen, wir ziehen uns aus strategischen Gründen aus dem Möbelhandel in Österreich zurück. Aber gehen wir einen Schritt zurück. Wer ist der Mann, der mit seiner Signa Holding eines der größten Immobilienunternehmen Europas aufgebaut hat? Ich habe von Ihnen einen guten Eindruck gehabt und aus dem hat sich über die Jahre und Jahrzehnte eine Freundschaft entwickelt. Alfred Gusenbauer war von 2007 bis 2008 SPÖ-Bundeskanzler und ist seit 2009 im 9-köpfigen Beirat der Signa Holding. Ex-FPÖ-Vizekanzlerin Susanne Ries-Hahn ist Generaldirektorin der Wüstenrot-Gruppe und sitzt ebenfalls im Signa-Beirat. Er ist ein vorsichtiger und risikobewusster Finanzmanager. Naja, das Vermögen an und für sich beschäftigt mich weniger. Mir geht es wirklich um die Sache und um die Unternehmenswerte, die man schafft. Aber natürlich schaut man als guter Kaufmann auch auf die Kontostände. Benko ist mit geschätzt 4 Milliarden Euro einer der reichsten Österreicher. Seinen steilen Aufstieg verdankt er 4 zentralen Karrierebausteinen. Die sehen wir uns genauer an. Benkos ausgeprägtes Gespür für lukrative Immobilien ist der erste Baustein und legt das Fundament für seine Karriere. Dabei gilt das gute alte Prinzip: Lage, Lage, Lage. Angefangen hat alles mit Dachgeschosswohnungen. Die Immobilien in Benkos Portfolio werden aber immer prestigeträchtiger.
Bei seinen Top-Immobilien, auch Trophy-Assets genannt, geht es Benko auch um deren besonderes Image. Entscheidend für diese Trophy-Assets ist eines, das ist die Lage. Und das ist auch der entsprechende Punkt, warum dann auch Investoren, die langfristig investieren wollen, in solche Häuser investieren. Leonhard Dobusch ist Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Innsbruck. Er hat sich intensiv mit dem Geschäftsmodell von Benko Signa Gruppe beschäftigt. Das sind Gebäude, wo das Argument gilt, na, das wird immer wertvoll sein, ja, da werde ich nie ein Problem bekommen. Ja, das ist in so einer guten Lage, das ist so ein tolles Haus. Und das ist eine Geschichte, mit der man dann halt auch Investoren das Gefühl geben kann, das Geld ist sicher angelegt. Bei Innenstadtimmobilien haben eines gemeinsam, sie sind rares Gut und daher werden sie von Jahrzehnt zu Jahrzehnt mehr wert. Aber das gilt natürlich nicht für die gesamte Signa. Das gilt für einzelne, sehr sichtbare Immobilien, die man dann auch nach vorne stellt. Ja. Und selbst bei diesen guten Lagen, ja, wenn ich die so hoch bewerte, ich muss das trotzdem am Ende verdienen. Es muss trotzdem Kundinnen und Kunden, Mieterinnen und Mieter geben, die bereit sind, diese enorm hohen Mieten auch zu zahlen. Und die müssen das auch zurückverdienen können. Die Top-Immobilien zu kaufen, ist nur der erste Schritt. Na, das Geschäftsmodell ist im Wesentlichen, dass wir uns anschauen, was kann man aus dieser Immobilie machen? Wie können wir den Mietertrag dieser Immobilie steigern? Das heißt, anders ausgedrückt, diese Immobilien wurden nach kurzer Zeit mehr wert. Ein Beispiel dafür ist die Postsparkasse am Wiener Stubenring. 2013 kauft Benko Signa das historische Gebäude um kolportierte 130 Millionen Euro. Nur wenige Jahre später sollen unabhängige Gutachter die Immobilie mit rund 300 Millionen Euro bewertet haben. Also das Immobiliengeschäft ist nicht so simpel, wie Sie sich das vorstellen. Und der Wert von Häusern bemisst sich an dem Potenzial, das man daraus macht. Das ist der Sinn von Projektentwicklungen. Tatsächlich ist bei Immobilien eine einzigartige Möglichkeit gegeben. Ich kann bei der Bewertung zukünftige erwartbare Gewinne bereits einstellen. Ich kann sie auch schon Investoren schmackhaft machen. Hier kann ich, wenn Sie so wollen, auf die Zukunft wetten. Beim Postsparkassenhaus geschieht das sogar mit ausdrücklicher Unterstützung des Staates. Die Bundesimmobiliengesellschaft BIG BIC hat sich für die nächsten 99 Jahre eingemietet. Ein Mieter mit der besten Bonität. Diese Aufwertung erlaubt es der Signa wiederum, über Kredite, die sie bei Banken nimmt und diese Immobilie als Sicherheit wieder hinterlässt, neues Geld ins Unternehmen reinzuholen. Auf der Jagd nach Schnäppchen stürmen im Sommer tausende Kundinnen und Kunden die Kika-Liner-Filialen. Mit einem Schnäppchen der anderen Art steigt Benko im Dezember 2017 bei der Möbelkette ein. Es war einmal ein Weihnachtsmärchen. Über Kika Liner waren dunkle Wolken aufgezogen. Der damalige Besitzer konnte die Weihnachtsgehälter nicht bezahlen. Ein Ausweg: der Verkauf des traditionsreichen Liner Flagship Stores in der Wiener Marie-Hilfer-Straße. Das Filetstück. Kolportierter Kaufpreis: 60 Millionen Euro. Benko greift zu, doch es muss schnell gehen. Das Unternehmen ist kurz vor der Pleite. Der frisch angelobte Bundeskanzler Sebastian Kurz schaltet sich ein. Er soll eigens ein Bezirksgericht aufsperren und einen Beamten aus dem Urlaub holen lassen, berichten Medien. Das dementiert später das Justizministerium. Kurz selbst jedenfalls spricht von einer serviceorientierten Verwaltung, damit der Deal noch vor Silvester über die Bühne gehen kann. Stellen Sie sich vor, im Jahre 2017 werden um die Jahreswende 5.000 Leute arbeitslos geworden. Und das ist eine große Leistung, hat auch eine große soziale Verantwortung. Und was wäre ein Weihnachtsmärchen ohne Überraschung? Schon wenige Monate nach dem Kauf wird eine Hypothek auf das Haus eingetragen.
Es handelt sich plötzlich um 95 Millionen Euro. Benkos Immobilienkonzern Signa übernimmt kurz darauf gleich die gesamte Möbelkette Kika Leiner. Es war eine Zitterpartie bis zuletzt. Der Tiroler Immobilieninvestor René Benko legt rund eine halbe Milliarde Euro auf den Tisch und kauft Kika Leiner. Benko wird als Jobretter gefeiert. Das hat die Politik sehr gefreut, insbesondere, glaube ich, den Herrn Kurz. Und das hat sich natürlich gut angehört, ja. Das Weihnachtsmärchen ist hier noch nicht zu Ende. Aber auch ich habe mir gedacht, wieso will der jetzt einen Handelskonzern retten, ja? Darauf werden wir später noch zurückkommen. Märchenhaft ist auch Benkos Aufstieg. Seine Karriere beginnt hier, in Innsbruck. René Benko wächst in der Gumpstraße im Stadtteil Pradl auf. Der Vater, Gemeindebediensteter, die Mutter, Kindergärtnerin. Gemeinsam mit der 4 Jahre jüngeren Schwester leben sie in einer 60 Quadratmeter Wohnung. Eines der wenigen Schulfotos zeigt ihn mit langen Haaren. Das war noch am Reitmann-Gymnasium. Später wechselt er an die Handelsakademie in Innsbruck. Susanne Schiestl war ein Jahr lang seine Italienischlehrerin. Also der René ist definitiv ein Mensch, an den man sich erinnern kann, weil er aus der Menge raussticht. Allein schon dadurch, dass er nicht immer anwesend war, auch Hausaufgaben, soweit ich mich erinnern kann, nicht unbedingt auch immer gemacht hat, aber trotzdem dann eine Leistung zusammengebracht hat. Und das hat mir imponiert. Benko hat früh andere Interessen. Mit 14 wird er Jugendstaatsmeister im Hallenklettern. Und er will Geld verdienen. Schon während der Schulzeit beginnt er, für einen umstrittenen Finanzdienstleister zu arbeiten. Das dafür nötige rhetorische Talent bleibt auch in der Schule nicht unbemerkt. René Benko war für mich in meiner Erinnerung sicher kein stiller, zurückgezogener, sondern eher im Vordergrund. Er war sehr wohl präsent, mit Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, einem gewissen Schalk und aber auch an Können. Ja. Noch in den 90er Jahren lernt er einen Innsbrucker Baumeister kennen. Dessen Spezialität? Der Ausbau von Dachböden. Benkos erster Schritt in die Immobilienwirtschaft. Ich habe René Benko kennengelernt Mitte der 90er Jahre. Das heißt, obwohl er immer noch ein relativ junger Mann ist, kennen wir uns über ein Vierteljahrhundert. Über einen gemeinsamen Bekannten in Innsbruck. Also wenn ich mich richtig erinnere, ist er sogar noch zur Schule gegangen damals. Aber anstatt für die Schule zu büffeln, soll er lieber Bücher über Wirtschaft und Psychologie gelesen haben. Dieser Drang in mir oder auch das Bedürfnis, beruflich aktiv zu sein, das hat so viel Spaß gemacht und hat einfach dazu geführt, dass ich mehr, sage ich schon, aktiv war, als in der Schule gesessen bin. Und leider Gottes dann auch dazu geführt hat, dass ich aufgrund der vielen Fehlstunden nicht mehr zur Matura antreten konnte. Fasziniert hat mich, dass er eine Art Karriere vom Tellerwäscher zum Millionär gemacht hat. Ich kann mich deswegen so gut an ihn erinnern, weil er damals schon ein sehr visionärer, ideenreicher Geist war. Ich habe ihn schon kennengelernt als einer, der Trends setzt und nicht Trends nachläuft. Wenn ich mir die Frage stelle, wo möchte sie sich der Unternehmer René Benko vielleicht in 30 Jahren sehen oder auf was möchte er zurückblicken? Ich möchte darauf zurückblicken, dass man eine Art Familienunternehmen geschaffen hat, das, sage ich mal, kontinuierlich gewachsen ist, das aber in privater Hand geblieben ist. Benko weiß sehr früh, was er will. Und die Zeichen stehen gut. An Anfang der 2000er Jahre war es auch so, in Österreich ist mehr und mehr Geld reingekommen, der Mittelstand hat sich besser finanzieren können, Banken waren sehr offen bei Kreditvergaben und junge, aufstrebende Menschen haben sich gerne Dachterrassen gebaut. Und Benko war da. Um weiterzuwachsen, braucht Benkos erstes Unternehmen Immofina jetzt vor allem eines: Investoren. Sein Talent im Auftreiben von Geldgebern ist der zweite wichtige Karrierebaustein.
Die größte Starthilfe kommt von Tankstellenmillionär Karl Kovarik. Es folgen Deals mit einem griechischen Reeder, einem israelischen Diamantenhändler oder einem österreichischen Glücksspielchef. Was man beobachten kann, ist, dass hier eigentlich sehr schnell dann relativ große Summen quasi und Finanzierungen aufgestellt wurden, auch von einem noch relativ jungen Gründer. Ja, und da braucht es Menschen, die bereit sind, dieses Geld zu, und da würde ich wirklich sagen, riskieren. Benko ist nicht einmal 20. Da hat er mit einem Hoteldeal schon seine erste Million verdient. Damals zwar noch Schilling, trotzdem sorgte er mit seinem jungen Unternehmen Immofina für Aufsehen. Da ich aber damals in Tirol noch nicht so bekannt war, nicht die Medienpräsenz hatte, von mir niemand was wusste, außer dass ich den einen oder anderen tollen Sportwagen fahre, war das natürlich wieder Phönix aus der Asche. Es konnte keiner damit umgehen. Der Aufstieg des jungen Tirolers war für viele ein Rätsel. Für mich war natürlich interessant, wie kommt so ein junger Mensch dazu, so groß zu investieren und woher hat er das Geld? Und es wurde ja damals sehr viel gemunkelt. Ja, da gibt es einen Onkel im Hintergrund etc. Das Geheimnis, das ist relativ einfach. Wir haben mittlerweile in den letzten 5 Jahren rund um die Immofina erfolgreich agierende Unternehmensgruppe aufgebaut, wo einer der Hauptgesellschafter ein vermögender österreichischer Privatinvestor ist, der Herr Kovarik, dessen Familie vor vielen, vielen Jahren das Strohtankstellen-Imperium geerbt hat. 2001 steigt Karl Kovarik mit 350 Millionen Schilling, umgerechnet rund 25 Millionen Euro, in Benkos Firma ein. Ich hatte damals ein Projekt im Bau im Süden von Wien und musste die Cafeteria dort vermieten. Und irgendwann ist ein Interessent gekommen und in Begleitung dessen bester Freund, der Herr Kovarik. So hatte ich ihn kennengelernt. Aber warum vertraut der mittlerweile verstorbene Millionär dem blutjungen Unternehmer Benko so viel Geld an? Da hat es enge Beziehungen gegeben, die nie so richtig an die Öffentlichkeit gedrungen sind, aber offensichtlich so gut war, nennen wir sie Vater-Sohn-Beziehung, dass er ihm mehrere Millionen Euro zukommen hat lassen. Mit Kovariks Tankstellenmillionen im Tank gibt Benko jetzt Gas. Aus der Immofina wird bald Signer. Die Projekte werden größer und Benkos Geschäftspartner potenter. Heute zählen Unternehmer wie der Hamburger Logistikmilliardär Klaus-Michael Kühne oder Ex-Strabag-Chef und Neos-Förderer Hans-Peter Haselsteiner zu den Großinvestoren. Sie und andere Investoren sollen erst im Sommer 2023 insgesamt 400 Millionen Euro in die Signer investiert haben. Auch Formel-1-Legende Niki Lauda zählte zu den Investoren. Ich kenne, wie er arbeitet, was er macht und tut. Und man braucht immer Vertrauen, wenn man wo sein Geld investiert. Und das Vertrauen habe ich zu seiner ganzen Organisation, nicht nur zu ihm. Und deswegen bin ich da eingestiegen. Obwohl Diskretion bei Benko oberstes Gebot ist, bis 2019 hat er einmal im Jahr das Who is Who Österreichs zu einer Art Erntedankfest nach Wien, dem Törgelen, geladen. Dieser Südtiroler braucht, der irgendwo auch zum Nordtiroler passt. Wir leben ja nach wie vor in Nordtirol. Am Anfang war es eher ein bisschen eine erweiterte Visitenkarte des Tirolers in Wien mit einem Südtiroler sympathischen Brauch. Der PR-Berater Wolfgang Rosam ist seit mehr als 15 Jahren mit Rene Benko befreundet. Man musste dort irgendwie dabei sein und es ist dann mehr und mehr zu einer Networking-Veranstaltung geworden. Politiker aus allen Lagern folgen Benkos Einladung gern. Und genau diese guten Kontakte in die Politik sind der dritte Baustein in der Karriere des Rene Benko. Angefangen bei den beiden Ex-Kanzlern Sebastian Kurz und Alfred Gusenbauer bis hin zum ehemaligen Vizekanzler H.C. Strache. Die Liste mächtiger Politiker und Politikerinnen in Benkos Adressbuch ist lang. Fast alle Parteifarben sind vertreten. Ich glaube, es ist für jedes Unternehmen wichtig, gute Kontakte zur Politik zu haben. So wie es Benko betrieben hat, kenne ich keinen zweiten in Österreich. Wozu diese Kontakte nützlich sind, zeigt sich an Benkos erstem Großprojekt Mitte der 2000er Jahre. Das Kaufhaus Tirol war zum allergrößten Teil geschlossen, war in einem katastrophalen Zustand, war in dieser Form wohl auch kaum sanierbar. Und es hat sich niemand drüber getraut, bis Rene Benko auf den Plan getreten ist.
Das Kaufhaus Tirol wird Benkos Gesellenstück, wie er es selbst nennt. Ich glaube, es war ein sehr, sehr schwieriges Projekt. Insbesondere der Denkmalschutz und das Stadt- und Ortsbildschutzgesetz hat hier eine ganz große Rolle gespielt. Denn Stadt- und Landespolitik hatten unterschiedliche Vorstellungen. Da kam Schützenhilfe aus Wien gerade recht. Ich habe als Bundeskanzler keine besondere Rolle gehabt. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass es einen Meinungsunterschied gegeben hat zwischen der Bürgermeisterin, die wollte das Kaufhaus Tirol, und dem Landeshauptmann. Und ich habe versucht, bei den vielen Gesprächen, die ich mit denen auch gehabt habe, zu vielen anderen Themen, zu sagen, dass ich glaube, dass, wenn man will, dass innerstädtisch das Leben weiterhin floriert, dann wird man an solchen Einkaufsinitiativen nicht vorbei können. Und von da an läuft's. Das größte Aha-Erlebnis für mich war, wie ich das erste Mal in die Mall hereingegangen bin, wie das Glasdach das erste Mal über der Mall fertiggestellt war. Dann habe ich für mich persönlich die Dimension des Projektes erst so richtig erkannt. 2010 wird Benkos Kaufhaus Tirol eröffnet. Der Andrang ist so groß, dass der Shopping-Tempel sogar kurzzeitig gesperrt werden muss. Ich denke, dass die Anfangswerke von jedem Unternehmer immer ein wenig Herzensunternehmen sind. Und das hat man schon auch gemerkt. Es ist kein Geheimnis, ich bin begeisterter Innsbrucker. Und daher habe ich Lust, wenn sich neue Gelegenheiten ergeben, auch in Innsbruck als richtig patriotischer Tiroler Investor auch weiter zu investieren. Benko, ein patriotischer Investor, den es auf der Suche nach Geldgebern in die weite Welt hinauszieht. Dabei können auch politische Kontakte hilfreich sein. Es gibt Länder wie den arabischen Raum, da kommt selbst ein Milliardär wie René Benko nicht einfach so zu den großen Deals. Wenn man aber im Schlepptau vom Bundeskanzler der Republik Österreich irgendwo hinkommt, na ja, dann öffnen sich die Türen. Dass Sebastian Kurz und René Benko ein gutes Verhältnis miteinander haben, ist sichtbar. Und ich finde, das ist auch sinnvoll so. 2018 ist der russische Präsident auf Staatsbesuch in Wien. René Benko, einer der ganz großen österreichischen Unternehmer. Ihr habt euch wahrscheinlich schon einmal kennengelernt. Was wir in den letzten beiden Untersuchungsausschüssen gut dokumentieren konnten, dass es eine enge Verbindung zwischen René Benko und Sebastian Kurz gegeben hat. Und was wir auch gesehen haben, dass man sich natürlich als René Benko in dem Fall auch gerne auf diese Verbindung verlassen hat können. Doch dazu später. Denn noch fehlt René Benkos letzter Schlüssel zum Erfolg. Dank seines Gespürs für Immobilien, seinem Talent, Geldgeber zu finden, und seinen engen Kontakten in die Politik hat es Benko in nur wenigen Jahren geschafft, ein Immobilienimperium aufzubauen. Dessen Struktur ist dabei Benkos vierter Karrierebaustein. Das für Außenstehende nur schwer durchschaubare Firmengeflecht. Was man hier sehen kann, ist, dass zum Beispiel diese Signa Prime Selection AG, die aber nicht börsennotiert ist, sehr viele Subgesellschaften hat. In einzelnen von diesen Subgesellschaften gibt es dann wieder Dutzende Subgesellschaften, und die haben dann wieder Subgesellschaften, und in diesen Subgesellschaften sind dann eben eigentlich die eigentlichen Immobilien geparkt. Also da kann ich Ihnen ganz viele Konzerne sagen, wo das noch größer und noch breiter gefällt. Aber es ist überhaupt nicht breit gefällt. Es sind zwei ganz klare Unternehmensbereiche. Es gibt einen Immobilienbereich, es gibt einen Retailbereich und es gibt darüber eine Dachholding. Also was daran kompliziert sein soll, müssen Sie mir wirklich erklären. Komplexe Strukturen sind aber laut dem Universitätsprofessor häufig aus einem bestimmten Grund beliebt. Diese verschachtelten Konstruktionen mit verschiedenen Teilgesellschaften im Immobilienbereich haben in der Regel steuerliche Gründe. Es geht darum, weniger Grunderwerbsteuer zu bezahlen. Es geht darum, weniger Körperschaftsteuer zu bezahlen, wenn Gewinne anfallen und sie ausgeschüttet werden. Darf man dich Milliardär nennen? Das ist ehrenrührig. Das ist in Wahrheit das eine wie die andere Übertreibung. Also insofern. Okay, du meinst, das Finanzamt schaut auch zu? Nein, es ist egal, weil Steuern zahle ich gerne in Österreich. Benko, dem eine Affinität zu Zahlen nachgesagt wird, gibt sich aber, was Zahlen zum eigenen Unternehmen angeht, verschwiegen.
Also ich könnte jetzt nach Lektüre der Firmenbuchdaten nicht eindeutig sagen, wie hoch ist der Schuldenstand der Signa Holding, wie hoch groß ist das Vermögen. Alle unsere Banken, alle unsere Aktionäre, alle unsere Investoren bekommen alle Informationen, die sie haben wollen. Aber wir sind ein privates Unternehmen und nicht der Öffentlichkeit verpflichtet. Man darf intransparent sein, also es liefert mehr Fragen als Antworten. Fragen hätten wir auch an Rene Benko selbst gehabt. Er wollte aber trotz mehrmaliger Anfrage nicht mit uns reden. Stattdessen wurde uns ein Interview mit Christoph Stadluber zugesagt. Er wechselte 2011 von der Bundesimmobiliengesellschaft BIG BIC in die Signa Geschäftsführung. Wir sind einer der wesentlichen Player am Hauptbahnhof, an der Entwicklung des gesamten Hauptbahnhofs, wo wir hier stehen. Die Signa hat mit ihren Projekten das Gesicht vieler Städte, darunter auch von Wien, verändert. Mehrere Hochhäuser mit Büros, Wohnungen und Hotels am Hauptbahnhof gehen auf ihr Konto. Dann geht man natürlich auch mit einem gewissen Stolz durch die Straßen, wenn man ein Teil davon war, wie sich das hier entwickelt hat. Der Blick über die Dächer von Wien verrät es. Benko ist mit seiner Signa ganz oben angekommen. Hier, am Höhepunkt, könnte sie zu Ende sein. Die Erfolgsgeschichte des talentierten Herrn Benko. Aber da war noch was. Und ich nehme an, das wird auch in dieser Sendung wieder so sein, dass man mit Akribie versucht, etwas Negatives an dieser Erfolgsgeschichte zu finden. Es ist aber bisher eigentlich noch nie gelungen. Ich glaube, Benko ist ein Grenzgänger. Und manchmal überschreiten sie halt die Grenze. Und da ist dann die Frage, wie weit sie es überschritten haben. Ein Beispiel dafür, wie nahe am Limit sich Benko mit seinen Geschäften bewegt, finden wir in Vorarlberg. Im Nobelort Lech am Adelberg verwandelt Rene Benko einen Berggasthof in dieses Luxuschalet. 38 Millionen Euro soll der Bau gekostet haben. Eine Zahlung an die Gemeinde hat für ihn aber ein ernstes Nachspiel. Rene Benko hat im Jahr 2011 ein Traditionsgasthaus in Oberlech erworben. Und die ganze Causa ist für die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft 4 Jahre später, 2015, interessant geworden, denn es ist ein Gemeinderatsprotokoll aufgetaucht. Da haben die Gemeindevertreter mehrfach in dem Protokoll auch diskutiert und gesagt, das können wir nicht machen, wir können doch nicht uns kaufen lassen. Der Hintergrund: Die Gemeinde hatte das Vorkaufsrecht auf das Grundstück. Benko bot 500.000 Euro für die Ablöse, soweit bekannt. Plötzlich ließ der Dornbirner Rechtsanwalt Karl Schädling im Sitzungsprotokoll der Gemeindevertretung aber etwas anderes. Und da haben wir festgestellt, dass da darüber diskutiert wurde, dass da angeboten wurde 250.000 für ein Vorkaufsrecht. Das ist in Ordnung. Aber auch 250.000 offensichtlich angeboten worden vom Herrn Benko, dass man das Gebäude, das er bauen will, in der Zeit und mit der Baunutzung errichten kann, wie er will, 250 zusätzlich. Einer, der bei der Gemeindevertretungssitzung dabei war, erinnert sich an die Diskussion. Mein Statement damals war, wir sind als Gemeinde sicher nicht käuflich, natürlich machen wir das nicht. Wurden dann, wie gesagt, überstimmt, dass dann dieser Betrag hinten nach im Vorstand offensichtlich aufgesplittert wurde in 250 Vorkaufsrecht und 250 für eine schnelle Abwicklung des Verfahrens, war in der Gemeindevertretung definitiv nicht bekannt. Und weil das wäre jetzt etwas gewesen, wo ich im Leben nie mitgegangen wäre, überhaupt kein Thema. Die WKStA nahm Ermittlungen auf. Auch gegen den damaligen Langzeitbürgermeister Ludwig Muxl. Der Verdacht: Bestechung und Bestechlichkeit. Das war immer im Vorkaufsrecht und nichts anderes. Also, und was auch immer diskutiert wurde, das weiß ich nicht, weil ich ja gar nicht dabei war. Ich war nicht Mitglied dieser Gesprächsrunde und auch nicht in der Gemeindevertretung dabei. Also hier hat man ganz klar gesagt, eine Gemeinde kann Verfahren nicht beschleunigen und schon gar nicht, wenn man ihr etwas anbietet. Also das kommt nicht in Frage. Benko überwies der Gemeinde Lech den gesamten Betrag. Und zwar als Ablösesumme. Das
Das wurde definitiv sehr schnell abgewickelt, gar keine Frage. Wenn ich sehe, wie lange andere umeinander doktern, damit sie irgendwas auf die Beine bringen, ging das extrem schnell, keine Frage. Was auch immer der Grund dafür war. Warum die Causa nie vor Gericht gelandet ist, ist eine eigene Geschichte. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat ermittelt und hat auch sogar schon einen Anklageentwurf fertig gehabt, weil es ein glamouröser Fall ist, das Ganze an die vorgesetzte Behörde der Oberstaatsanwaltschaft weitergeleitet. Und dort sind dann doch, sagen wir mal, irritierend schwierige Dinge passiert. Die Rechercheplattform Dossier hat Jahre später die Gründe dafür recherchiert. Ich habe unter den Recherchen festgestellt, dass es da eine Weisung der Oberstaatsanwaltschaft gegeben hat. Und das war auch ganz untypisch. Und dort ist dann quasi entschieden worden, dass dieses Verfahren aus Beweisgründen eingestellt werden sollte. Ein Versuch, die Gemeinde durch ein Angebot von 250.000 Euro in ihrer Verfahrensabwicklung zu beeinflussen, habe nicht stattgefunden, heißt es in der Einstellungsbegründung der Oberstaatsanwaltschaft. Die Siegner möchte sich zur Causa nicht mehr äußern. Der Fall zeigt aber, was sich wie ein roter Faden durch Benkos Karriere zieht. Es gibt halt Menschen, die wollen ganz an die Spitze, die wollen es wissen. Und da bewegen sie sich, das ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine Gratwanderung. Wie schmal dieser Grat ist, zeigt sich 2013. Damals findet sich der Name Benko in den Gerichtsreportagen. 2014 gibt er dann alle operativen Funktionen in der Siegner ab. Das ist auch in anderen Unternehmen ähnlich, dass sich Eigentümer aus dem operativen Geschäft zurückziehen, Managementteams, die operativen Geschäfte abwickeln. So ist das auch dort. Benkos einzige offizielle Funktion in der Siegner ist seither der Vorsitz des Beirats. Über die damaligen Probleme darf man heute kaum mehr berichten. Man riskiert, geklagt zu werden. Benkos Anwälte sind überhaupt sehr klagsfreudig, was die Berichterstattung über ihn und seine Unternehmen selbst zur Gratwanderung macht. Ein Medium, mit dem Benko auf Kriegsfuß steht, gehört ihm paradoxerweise selbst, zumindest teilweise. Wenn man sich die Karriere von René Benko anschaut, dann sind ja viele Dinge super aufgegangen. Ein Ding, was überhaupt nicht geklappt hat, ist dieser Einstieg bei der Kronenzeitung. Denn als Benko über die deutsche Funke Mediengruppe mit durchgerechnet 24,5% bei der Krone einsteigt, macht er die Rechnung ohne den Hälfteeigentümer, die Familie Dichand. Die waren ja einmal sehr gut, aber er wollte, glaube ich, noch mehr vom Kuchen der Krone. Und da haben sich die Dicherns quergestellt, ja. Und die Krone-Zeitung ist ja nach wie vor sehr mächtig. Die Krone zu übernehmen, davon hatte schon ein anderer vor ihm geträumt. Nur klang der Plan auf einer Insel im Mittelmeer noch so zack, zack, zack einfach. Im Ibiza-Video schwärmt Ex-FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache der angeblichen Oligarchennichte vom Krone-Einstieg vor. Sobald sie eine lange Zeit übernimmt, sobald das der Fall ist, ist man ganz offen. Dann ist man zusammenhocken müssen und sagen, so, da gibt es bei uns in der Krone zack, zack, zack. Und dann kommt Benko. Aus Sicht von René Benko ist so, die Macht über die Kronenzeitung zu haben, so der letzte Puzzlestein, weil mit der Kronenzeitung in der Tasche hätte die Meinung in Österreich bestimmt. Hätte. Denn die Krone lässt seither keine Gelegenheit aus, über Benkos Skandale zu berichten. Ich halte es für einen seiner schwereren unternehmerischen Fehler, sich an der Kronenzeitung beteiligt zu haben. Ist Benko sein Gespür für gute Investments abhanden gekommen? Die Kronenzeitung hat man nicht als Gegner. Und es ist schon ein Absurdum, dass man als Mitgesellschafter der Kronenzeitung ein erklärter Feind ist, sozusagen. Und Feinde verhalten sich, wie sich Feinde verhalten. So ist es. Wir haben die Kronenzeitung um eine Stellungnahme gebeten. Das Büro des Herausgebers hat sich für die Möglichkeit bedankt, uns aber ausrichten lassen, dass sich Herr Dr. Dichand nicht zu dem Thema äußern möchte.
Im Ibiza-Video sagt Strache aber noch etwas, das in Benkos Imperium für Aufregung sorgt. Also ich weiß, der Strache hat Benko genannt im Ibiza-Video und hat sich davon distanziert, also sogar schriftlich, und hat gesagt, es gab nie eine Spende oder irgendetwas dergleichen von Seiten Benko. Natürlich hätten wir mit Strache gerne darüber gesprochen. Strache hatte einem Interview zugestimmt, den Termin kurz vorher aber abgesagt. René Benko war, wie schon erwähnt, zu keinem Interview bereit. Fest steht, rund um den denkwürdigen Auftritt in der spanischen Finca war Strache wenige Tage Gast auf Benkos Luxusjacht in Ibiza. Nach der Baleareninsel wurde auch ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss benannt, zu dem Benko geladen war. Ich kann mich an diesen Tag im Ibiza-Untersuchungsausschuss noch sehr, sehr gut erinnern. René Benko wird ja in vielen Medienberichten gerne mit Superlativen wie Tycoon und Milliardär und so weiter belegt. Und am Anfang jeder Befragung kommt ein Eingangsstatement. Was mich schon ein bisschen irritiert hat, ist, er hat einen Text vorgelesen und das Ganze relativ langsam und hat auch dem Schriftbild mit dem Finger folgen müssen. Benko sagt im Oktober 2020 unter Wahrheitspflicht, er habe nie an Parteien oder parteinahe Organisationen gespendet. Mit Benko haben sich die Abgeordneten aber auch im letzten U-Ausschuss beschäftigt. Diesmal ging es um eine mögliche Einflussnahme auf Steuerverfahren. Im Zentrum standen die Chats eines alten Bekannten mit René Benko. Der hat es faustdick hinter den Ohren. Hier treffen wir noch einen talentierten Herrn, dem wir schon eine ganze Sendung gewidmet haben. Thomas Schmidt. René Benko lernt den damals noch mächtigen Generalsekretär im Finanzministerium 2016 kennen. René Benko ist ein Grenzgänger, der da und dort auch Dinge macht, die wir wahrscheinlich nicht machen würden. Und eine so eine Sache ist, Kontakt aufzunehmen mit dem Generalsekretär des Finanzministeriums und dann private Termine mit dem zu haben. Auch Schmidt besucht Benko auf dessen Yacht in Ibiza. René, du Mr. 64 Meter, irre! Also das ist grundsätzlich nicht verboten, aber hat so ein gewisses Geschmäckle. Einer von Benkos zentralen Karrierebausteinen droht ihm auf den Kopf zu fallen. Seine guten Kontakte in die Politik. Thomas Schmidt will Kronzeuge werden. Gegenüber der WKStA belastet er neben Ex-Kanzler Kurz auch René Benko. Er soll Schmidt einen lukrativen Job in der Signa angeboten haben. War super, dass wir uns gestern wieder gesehen haben. Die Rolle eines Generalbevollmächtigten bei uns im Konzern würde dir sicher gut liegen. Es sei um ein Jahresgehalt von 300.000 Euro gegangen, was Benko bestreitet. Also ich weiß aus der Genesis, dass der René Benko den Herrn Schmidt, er war immerhin Generalsekretär im Finanzministerium, einmal kennenlernen wollte. Und das ist ja auch dokumentiert, dazu kam es aber auch. Aber den Rest hat der Herr Schmidt selber gemacht in der Regel. Aber was genau soll sich Benko von Schmidt im Gegenzug erhofft haben? Laut Schmidt zwei Dinge. Erstens, Benko plagte offenbar eine Steuersache zu seinem Privatjet. Das konnte bald gelöst werden. Gut, dass Flieger geklärt ist. Jetzt müssen wir nur noch den Rest hinbringen. Zweitens, damit war wohl das Steuerverfahren zum Goldenen Quartier gemeint, der nobelsten Shoppingadresse Wiens. 2008 kauft Benko dort drei Gebäude. Ihm nahestehende Firmen verkaufen sie und kaufen den Tuchlaubenkomplex letztendlich. Die angebliche Wertsteigerung innerhalb weniger Wochen? 53 Millionen Euro. Das Finanzamt Wien wird stutzig, prüft den Vorgang 6 Jahre lang und fordert Steuern nach. Doch Benko sei die Summe zu hoch gewesen, behauptet Schmidt. Er sei dann im Finanzministerium tätig geworden. Ich habe klar erkennbar gemacht, dass ich seine Positionen unterstütze, dass sie Gewicht hätten und dieser Position im BMF entsprechendes Gehör verschafft werden sollte. Im Herbst 2022 veranlasst die WKStA Hausdurchsuchungen bei der Signa Holding. Jetzt ist es Aufgabe der ErmittlerInnen zu klären, was die beiden Tiroler tatsächlich ausgemacht haben. Es gilt die Unschuldsvermutung. Die Signa gibt sich verschlossen. Bitte um Verständnis, dass wir zu laufenden Ermittlungen uns öffentlich nicht äußern. Die Steuerangelegenheit Goldenes Quartier wird dann aber doch noch gelöst. 2018 verlegt die Signa ihren Firmensitz kurzerhand von Wien nach Innsbruck.
Und mit den Tiroler Finanzbeamten wird man sich über die Nachzahlung offenbar rasch einig. Finanzminister Benko. Wäre schon sehr cool. Noch im gleichen Jahr gelingt Benko der große Coup in Deutschland. Signa hatte sich die Warenhauskette Karstadt bereits einverleibt. 2018 gelingt dann auch die Fusion mit den deutschen Galeria Kaufhof-Filialen. Gemeinsam mit einem US-Unternehmen entsteht so der Kaufhausriese Galeria Karstadt Kaufhof mit 17.000 Beschäftigten und 243 Standorten. Benkos Karriere ist am Höhepunkt angelangt. 2018, als René Benko Mann des Jahres wurde, war der Karstadt-Kaufstadt-Deal Kickerleiner. Und er war eigentlich ein Senkrechtstarter von 0 auf 100 und war zu diesem Zeitpunkt mehrere Milliarden schwer. Forbes schätzt Benkos Vermögen 2019 auf fast 4,5 Milliarden Euro. Benko spielt in der Top-Liga. Es ist eine Erfolgsgeschichte, die außergewöhnlich ist. Aber wie immer in Österreich, außergewöhnliche Erfolgsgeschichten werden hier meistens nicht so sehr beklatscht, aber vielmehr hinterfragt und beneidet. Der Neid ist eine der weniger sympathischen Eigenschaften in Österreich. Doch auch in Deutschland muss Benko Prügel einstecken, zumindest symbolisch. In der Corona-Krise muss die Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof Dutzende Filialen schließen. Trotz hunderter Millionen Euro aus dem deutschen Corona-Hilfsfonds schlittert der Handelsriese gleich zweimal in nur zwei Jahren in die Insolvenz. Mehr als 6.000 Menschen verlieren ihren Job. Die Gläubiger bleiben auf Forderungen von über einer Milliarde Euro sitzen. Prinzipiell ist es so, wenn Unternehmen, vor allem größere Unternehmen, insolvent werden, pleite gehen, dann entstehen dadurch immer Folgekosten, die immer, ob man das möchte oder nicht, sozialisiert werden. Also man kann sagen, bei Insolvenzen, bei größeren Insolvenzen, bezahlen immer wir alle, bezahlt die Gesellschaft quasi die Kosten. Und es bleibt nicht nur bei den Insolvenzen in Deutschland. Da haben wir schon uns gedacht, der Handel ist nicht seine Stärke, weil mit dem Karstadt und Kaufhof, was wir da sie gehört haben, haben wir uns eigentlich gedacht, hoffentlich trifft es nicht durch uns. Es hat uns aber getroffen. Anders als die deutschen Kaufhäuser hat Signa Kickerleiner vor der Pleite aber verkauft. Diese Entscheidung ist uns nicht sehr leicht gefallen. Für uns war das ein gutes Geschäft. Jetzt haben wir es verkauft. Wir haben ein starkes Mitgefühl mit der Situation der Beschäftigten. Und ich würde diese Aussage im Lichte der Insolvenz, die unser Nachfolger angemeldet hat, nicht mehr tätigen. Wolfgang Peschhorn vertritt als Präsident der Finanzprokuratur die Interessen der Republik. Er prüft gerade eine mögliche Mitschuld der Signa an der Insolvenz. Die Frage der Insolvenzverschleppung, ist zu spät die Insolvenz angemeldet worden? Aber wir sehen auch total kritisch den Moment, dass hier zwischen Mieter und Vermieter ein jahrelanges Match stattgefunden hat. Die Mieter, Kicker und Leiner sind jahrelang gerade so am Leben erhalten worden, dass sie auch Miete zahlen konnten. Zur Kritik betreffend der Mieten, die waren knapp über 3 Euro. Also da verdient man nicht viel Geld, wenn man auch noch Zins und Tilgung bedienen muss. Kickerleiner hatte aber in der Corona-Krise üppige Hilfen des Staates, darunter auch Steuerstundungen, in Anspruch genommen. Es ist weder irgendein Geld missbräuchlich verwendet worden. Diese Hilfen haben dazu gedient, die Arbeitsplätze entsprechend auch zu sichern, die Löhne auszahlen zu können. Das ist der Sinn und Zweck dieser Hilfen gewesen. Ob hier alles korrekt abgewickelt wurde, wird derzeit geprüft. Es gibt jetzt ein Verfahren, ein Insolvenzverfahren, das beantragt oder beziehungsweise eingeleitet wird. Das sollte man abwarten. Wir sind im sehr intensiven Austausch mit den Behörden, beantworten alle Fragen, die hier gestellt werden, aber bitte nicht vor der Kamera. Wird die Republik jetzt einen zweistelligen Millionenbetrag nicht zurückbekommen? Die Prüfungen sind noch nicht abgeschlossen, aber es ist ein Betrag, der uns allen sehr wehtut, weil wir alle wissen, wie gern wir Steuern zahlen. Die Freiheitlichen fordern nun einen Untersuchungsausschuss zur Causa Kickerleiner. Dabei hat das Jahr 2023 für Benko gut begonnen. Im Jänner fällt das Urteil im Korruptionsprozess gegen den ehemaligen grünen Wiener Gemeinderat Christoph Kurher.
Auch Benko war angeklagt, wegen des Verdachts auf Bestechung. Alle Angeklagten werden freigesprochen. Doch es tut sich ein neues Problem auf. Die Flaute am Immobilienmarkt. Also, Sie wissen, dass die gesamte Immobilienbranche derzeit mit großen Herausforderungen zu kämpfen hat, aufgrund der hohen Zinsen, die bestehen. Das hat gerade auch für Unternehmen wie Signer Folgen. Der Konzern soll bei europäischen Banken insgesamt mehr als 10 Milliarden Euro geliehen haben. Das entspricht in etwa dem Schuldenstand der Stadt Wien. Wir sind eines der größten gewerblichen Immobilienunternehmen in Europa. Und daher ist der Vergleich mit der Stadt Wien nicht zutreffend. Unsere Kredite sind alle dementsprechend besichert auf den Immobilien, die alle in herausragenden und in guten Lagen sind. Wir haben einen ausreichenden Liquiditätspolster für die nächste Zeit. Wir fühlen uns sehr, sehr gut gewappnet. Trotzdem hat die Europäische Zentralbank 2023 angeordnet, Banken zu überprüfen, bei denen Signer Geld geliehen hat. Dass Bankenaufseher zu nur einem ausgewählten Kreditnehmer prüfen, ist BranchenkennerInnen zufolge außergewöhnlich. Im August soll die EZB einzelne Kreditgeber dann darauf vorbereitet haben, Kredite an Signer zum Teil abzuschreiben und eventuell für Verluste vorzusorgen. Aufgrund der herausragenden Qualität des Immobilienportfolios sei man ganz entspannt, sagt ein Sprecher der Signer Holding. Die Prüfung durch die EZB ist für den Signer Geschäftsführer kein Grund zur Beunruhigung. Das ist ein ganz normales Geschäft oder eine ganz normale Fragestellung, die die EZB jetzt macht. Das ist nichts Besonderes. Und dieses Unternehmen müssen Sie sich überhaupt keine Sorgen machen. Und wir sind Ihnen noch die Fortsetzung des Weihnachtsmärchens schuldig geblieben. In der Mariahilferstraße, wo einst das Leinehaus stand, wird gerade an einem Leuchtturmprojekt Benkos gearbeitet, dem Lamar. Hier entsteht ein Luxuskaufhaus samt öffentlich zugänglichem Dachpark und Hotel. Benko verspricht ein Shoppingerlebnis, wie es Wien noch nicht kennt. Klingt zauberhaft. Nicht für alle. Der Zauber des einstigen Jobretters Benko ist in den Augen ehemaliger MitarbeiterInnen verflogen. Er kauft, verkauft und was hier passiert oder was die Nachwirkungen sind, das ist ihm ziemlich egal. Er schaut eigentlich nur auf Reingewinn, auf egoistisches Verhalten. Die Fassade des Immobilienentwicklers Rene Benko und seines Imperiums hat schon einmal besser ausgesehen. Jetzt wird sich zeigen, wie stabil die vier Bausteine sind, auf die er seine Karriere aufgebaut hat. Und daher werden auch bei Ihnen natürlich einige Leute haben, die sich freuen würden, wenn der Unternehmer Rene Benko scheitert. Aber die werden sehen, dass ihnen die Freude nicht machen werde.